Ey! Komm, gib Faust. Komm. Komm, Bro. Ne, mach's nicht auf, genau. Mach's nicht auf. Okay, Applaus. Das sieht so widerlich aus. Warum bist du das denn so? So, Leute. Ja. Herzlich willkommen bei einem weiteren Video bei der Chaos Crew mit Claudio und Bianca. Und mit mir, René. Ja. Und Leute, ich habe mal was Vernünftiges für euch vorbereitet. Ja, wir hatten jetzt ganz viele Challenges, wo es ekliges Essen gab oder wo man nass wurde. Aber jetzt gibt es mal was Vernünftiges. Gutes Essen? Einfach nur, ja, sogar wirklich gutes Essen. Also einfach nur eine ganz normale Essens-Challenge. Naja, nicht wirklich. Wir müssen die blind machen. Ja, ich habe irgendwie auch so das Gefühl, weil wir haben beide Einhörner hier. Die habt ihr vielleicht zwischendurch auf, aber trotzdem gibt es einfach ganz normal leckeres Essen. Ja, super, danke. Das ist gut. Das ist doch eine gute Sache, oder? Ja. Aber wobei, nee, ich habe eine Sache vergessen. Vielleicht wird das doch nicht ganz normal gegessen. Denn wir werden heute eine Challenge machen. Wo man... Oh, ich tue voll weh. Ja, das sind ja auch Boxhandschuhe. Wir werden eine Challenge machen, wo man mit Boxhandschuhen oder mit Tiny Hands essen muss. Ja, komm. Aber ich frage schon mal vorne weg, wir werden gleich auslosen, wer was kriegt. Aber was glaubt ihr, was ist schwieriger, mit Tiny Hands zu essen oder mit Boxhandschuhen? Nein, mit den Handschuhen, nein, Bianca, doch. Nein. Bianca! Ja gut, das stimmt, weil hier kannst du knicken, ne? Also ich kenne sowas ähnliches, kennt ihr dieses Kinder, also dieses Spiel, was man immer früher gespielt hat, Schokoladenessen? Nee. Wo du Handschuhe, Mütze, Schal und dann musst du ganz schnell die Schokolade mit Messer und Gabel. Ah, doch, doch, das kenne ich. Ich weiß nicht mal, wie das genau hieß, das Spiel. Daran erinnert mich das. Ich finde diese Tiny Hands so eklig. Der Verlierer kriegt eine Faust mit dem Handschuh. Ja, das ist eine gute Bestrafung. Also heute Challenge Extreme. Oh! Und woran wissen wir, wer gewonnen hat? Das wisst ihr, wenn ihr das Essen überhaupt essen könnt. Weil ich glaube, das wird schon schwierig genug werden. So, die packe ich mal wieder zu mir. Ja. Denn wir werden jetzt auslosen, wer von euch was bekommt. Jetzt macht's auch Sinn. Und dafür werdet ihr beide erstmal die Maske aufsetzen. So, und ich würde sagen, Bianca darf entscheiden, wer was kriegt, aber natürlich... Ach, ich muss jetzt nicht aufsetzen? Du musst erstmal aufsetzen, ganz genau. Ja. Und du darfst jetzt entscheiden, ob du gleich links oder rechts nehmen möchtest. Und ich werde das jetzt hier mal so ein bisschen Ich glaube, Jackpot hat man eh nicht. Ich glaube, egal was ich nehme, es wird schwierig. Ich entscheide mich für die Seite von meiner Seite. Okay, Bianca hat die Tiny Hands bekommen und Claudio kriegt die Boxhandschuhe. Och Mann, ich will die nicht. Was für eine schöne Haare. Ey. Komm, gib Faust. Komm. Bro. Und ich würde sagen, ihr dürft jetzt auch direkt aufdecken und ich glaube, das wird schon schwierig. Genau. Eine Banane! Mit der Banane geht's noch. So, es gibt eine Banane erstmal zu Beginn zu essen. Ist das auf Zeit? Das ist nicht auf Zeit. Ich glaube, es wird schon schwierig genug, die zu öffnen. Doch, und das kann man jetzt hier schon sehen. Das hin, weißt du wie? Ich zeig das mal einen Trick. Ah, das ist schon mal eine gute Idee. Ja, das klappt. Oh, auch gut. Mhm. Nicht schlecht. Hm. Ich hab ja so kleine Finger hier. Guck mal, da kann ich richtig gut runtergehen. Siehst du das? Bei mir geht's nicht so gut. Ja? Ich muss alles mit dem Mund auf. Ja, man kann das. René, man kann das nicht fühlen. Ja, das ist jetzt nicht also mein Problem. Also ich muss sagen, die Tiny Hands gehen richtig. Oh, jetzt habe ich es in der Hand. Das ist gut. Und wer zuerst gegessen hat, hat gewonnen, oder? Nein. Nein, das ist hier kein Wettessen. Das wäre, glaube ich, bei der Menge an Essen, die wir jetzt hier besorgt haben, ein bisschen fies. Deswegen macht's gerne auf, beiß einmal rein. Sehr gut. Ey. Das sieht natürlich sehr appetitlich aus. Warte. Bei mir geht's echt. Bianca, wenn du die Box anschwingst, dann hast du das. Ja, guck mal. Aber guck mal, René. Aber ich leite euch sehr weit gut, muss ich sagen. Nee, das geht gut. Guck mal, ich hab ein Messer. Ich kann einfach. Warum? Das sieht so widerlich aus. Warum bist du das denn so? Willst du mal kosten, René? Boah, nee, danke. Nee, danke. Ich hab einen riesen Stück genommen. Das reicht, oder? Ja, ich glaube, das reicht. Ich glaube, ihr habt euch beide schon mal gut geschlagen. Und wir werden jetzt das nächste Essen besorgen. Okay, ihr dürft die Masken noch nicht wieder absetzen. Wir denn haben. Denn jetzt darf Claudio entscheiden, in welche Richtung er gehen möchte. Diese. Okay, dann lege ich schon mal das, was du gleich anziehen wirst, vor dir. Und das, was Bianca nehmen wird, vor Bianca. Ja. Und ihr dürft jetzt weiter aufsetzen. Oh, ich habe Angst. Ich will die Handschuhe nicht haben. Ja, bitte. Oh nein! Du kriegst die Handschuhe. Aber ich nehme meine eigenen. Oh!
Ja, deck einfach schon auf. Oh, okay, jetzt kann Bianca auch schon mal aufdecken. Und es easy. Gibt Kinder. Oh. Pinguin. Easy, guck mal, man muss ja nur aufreichen, das ist easy, guck mal. Guck. Ja, das klappt schon mal gut. Okay. Ja, ich weiß jetzt, was das Problem ist. Ey, guck mal, René. Easy. War gut, guck mal. Ist easy, macht er das. Ja, guck mal. Aber bei Bianca klappt das mit dem Boxhandschuhen? Besser als ich dachte, muss ich sagen. Ja, krass jetzt wohl, ne? War gut, war lecker. Also ich muss sagen, vom Essen her. So gut, danke. Gerne. Das ist gutes Essen. Ja, da habe ich zumindest nicht gelogen. Also es gibt wirklich gutes Essen heute. Keine ekligen Sachen. Oder nicht viele, mal schauen. Du kommst gut klar mit so kleinen Händen. Ja. Also ich muss sagen, die Boxhandschuhe sind echt nicht ohne. Ich glaube, wenn wir es noch schwieriger machen, müssen wir Messer und Gabel. Ich glaube, das wird richtig schwierig. Wenn man es jetzt so machen kann, finde ich es okay. Ja, mit Messer und Gabel würde es auch noch. Weil dann kann man es einfach so machen und dann... Komm, ich probiere das jetzt mal mit der Gabel. Bei mir geht's gut, hier, schau. Ja. Dann lass meine Gabel in Ruhe. Warte doch mal, ich will das hier rein. Die ist gleich auch weg. Ja, ist ordentlich, aber wo ist meine Gabel jetzt? Die ist weg. Auf dem Boden. Na gut, komm. Okay, aber auch das hat gut geklappt. Mhm. Und ich würde sagen, wir holen jetzt das nächste Essen. Bianca, wir geben uns Faust. Hast du einen Ring an? Ja, natürlich habe ich Ringe. Mann! So, das nächste Essen ist am Start und ihr dürft jetzt wieder entscheiden, wer was kriegt, nämlich Bianca. Und Bianca darf entscheiden, rechts oder links? Ich nehme links. Alles klar, dann dürft ihr die Augen aufmachen, denn die Tiny Hands bleiben bei Claudio, die Boxhandschuhe bleiben bei dir. Na gut, ich komme eigentlich ganz gut mit den Dingern klar. Ja, besser als ich. Es liegt immer nur daran, was jetzt eigentlich tatsächlich da drin ist. Mhm. Also, ich sag mal, ich glaube, jetzt wird es für euch beide schwierig. Nicht wegen des Essens an sich. Ich sag schon mal vorneweg, ihr braucht einen Löffel bei dieser Mahlzeit. Aber ihr müsst das erstmal aufkriegen. Joghurt wahrscheinlich. Vielleicht. Joghurt. Ey, René, Leute, ihr müsst wissen, René isst Joghurt unheimlich gern. Und wenn er sagt, wir brauchen einen Löffel, dann kann es nur ein Joghurt sein. Also vielleicht ist es auch eine Suppe, vielleicht ist es Eis. Kannst du mir das mal zumachen mit deinen Tiny-Hands? Ja, vielleicht ist es auch ein Glas Senf. Okay, bereit? Okay, seid ihr bereit? Ja, aufmachen. Ja, Landliebe! Das ist meine Lieblingsmarke, Landliebe. Schön. Es gibt Landliebe-Joghurt. Finde ich gut. Kann mir jemand sagen, wie ich das jetzt öffne? Mit dem Mund. Also ich öffne, ich glaube... Nutz doch einfach deine Finger. René, ich glaube, du weißt es nicht, aber Stracciatella mag ich sehr, sehr gerne. Das wusste ich natürlich. Gute Taktik. Und die klappt auch gut. Und hier... Ich versuche das jetzt tatsächlich mit den Handschuhen, weil ich habe jetzt hier meinen Daumen richtig drin. Da kann ich das. Wenn du einmal die Lasche greifen kannst, dann geht's ich. Das, ne? Schau, was ich mache, Bianca. Guck mal. René, was ich mache. Ich tue es zwischen die Finger und mit der anderen Hand halte ich es fest. Klappt das gut? Okay, jetzt komme ich nicht ran. Ich habe Angst, wenn ich das mit dem Mund öffne, dass ich dann den Joghurt auf mir habe. Mach's so klug. Nein. Mach's nicht. Nein, Bianca, mach's nicht so. Ja. Das ist so dumm. Ich krieg's nicht auf. Nein, mach's nicht auf, genau. Mach's nicht auf. Leg es doch hin und halt es nur fest und mach's dann mit dem Mund erstmal auf. So wie ich. Genau. An den Seiten. Ja, du hast ja auch die kleinen Hände. Ja, mach doch so an den Seiten. Genau. Und jetzt mach's mit dem Mund auf. Aber lass es auf dem Teller. Das ja, aber wie soll ich das? Bianca, sonst kippt der um. Lass ihn auf dem Teller stehen. Komm, ich dreh das einmal mit dir. Danke. So. So. Komm, jetzt nur festhalten. Nur festhalten. Genau. Und auf den Boden lassen. Ich helfe dir sogar, guck mal, wie nett ich bin. Ja! Ja! Perfekt, siehst du? So. Aber jetzt wird es schwierig mit dem Löffel, Bianca. Da liegt noch der Löffel. Selbst bei mir wird es schwierig, aber guck mal, es geht doch in die schon mal. Oh, du kriegst doch noch nicht mal mit den Tiny Hands hin, ey. Weil ich auch noch einen Babylöffel hier. Okay, so. Aber ich finde, das schmeckt lecker, danke, René. Gerne. Ich muss ja wenigstens ein bisschen machen, sonst ist die Challenge ja nicht bestanden. Mit dir hätten oder? Nee, komm. Ich will das hier zwischen den Daumen. So. Das ist boah, clever. Sehr gut. Das Problem ist auch, du hast kleine Hände. Aber so geht's doch gut, oder nicht? Gönn dir. Es riecht nach Chips. Ja, es riecht nach Chips, wo man hört es. Und René isst noch einen.
Ja, bei Männern eher, natürlich. Ja, René, ne? Ja. Gönn's dir. Ich sage... Oh, ASMR hier, ey. René, ich sage recht. Dann bleibt bei mir das andere. Können wir? Wir abnehmen. Oh. Oh, Bianca. Oh. Wieder sein, Jens. Oh, das ist schwer. Chips essen. Die mach ich doch direkt kaputt. Ist nicht mein Problem. Weißt du warum? Weil, schau mal, was Claudio macht. Schau mal. Also ich muss echt sagen, damit... Mit das ist eine gute Taktik. Einfach wegkommen, ne? Ja. Boom. Okay. Ihr dürft ja schon mal aufdecken, aber wird jetzt keine große Überraschung mehr sein. Soll ich mal mit Gabel essen? Das geht. Ja, komm, mach mal du jetzt auch. Hey, man kann doch nicht mit Gabel essen, Chips. Kann man schon. Man kann alles mit allem essen. Okay. Oh. Ja, geht gut, guck mal. Kann ich helfen? Ich glaube, das geht. Hallo? Oh nein! Also René, guck mal! Ich kann sogar die mit der Gabel essen! Ja, aber ich kann die ja noch nicht mal anfassen, Nimm den doch einfach mit den Fingern! Ach, geht das nicht? Oh, Bianca! Kannst du den nicht einfach so nehmen wie ich und einfach essen? Boah, wenn ihr wisst, ich liebe Chips eigentlich, ne? Dann ist doch einfach welche! Das sind meine Essen! Ach, warte mal, ich kann schaufeln, warte! Ja. Ich glaube, heute gibt es keine Chips. Warte, wie hast du mit der... Warum isst du eigentlich meine Chips? Hab ich mehr? Das geht nicht. Man kann keine Chips mit Boxhandschuhen essen. Komm, ja, komm, ich gebe einen auf die Gabel. Nee, ich will das probieren. Komm. Jetzt. Oh. Jetzt nur zum Mund. Sehr gut. Also man sieht, mit der Gabel kannst du das mit dem Boxer tun. Ich habe keinerlei Probleme, weil schau mal. Hier. Okay, ich würde sagen... Währenddessen Claudio also, schon 10 Chips gegessen hat, habe ich 2. Claudio hat gleich die Tüte leer. Mhm. Ich würde eigentlich auch noch welche haben, ja? Also nicht zu viele essen. Also ich muss sagen, wirklich witzige Challenge. Ja. Also wenn ich das Besteck hier in der Faust habe, dann geht das eigentlich. Ah, die Finger sind voll gebrochen. Nee, jetzt endet das mit. Ja? Tut mir leid. Nein, Spaß. Okay, ich würde sagen, nächste Runde. Okay, das letzte Essen steht vor euch und Bianca darf auswählen, in welche Richtung sie greifen möchte. Oh mein Kopf. Ich bleibe einfach bei mir, also hier links. Okay, das ist eine gute Entscheidung. Sicher? Ja, deck mal auf. Oh, Gott sei Dank. Okay, komm. Könnt ihr aufdecken. Boah, es ist heute eine Süßigkeiten-Candy-Challenge hier, oder? Bianca, was soll ich machen mit den... Komm, du darfst entscheiden. Soll ich mit der Faust oder soll ich mit Besteck? Wie du besser sagst, also ich fand ja einfacher mit Besteck. Ich werde den jetzt mit Besteck essen. Ich probiere mal mit beides. Damit, wenn ich den... Achso, ich darf ja meine normalen Finger nicht benutzen. Ich probiere beides. Damit... Oh nein. Sag doch, ist übel schwer. Weil ich will hier nicht so reinbeißen, weil falls ich den nicht aufesse, dann kann den noch jemand anders essen. Lecker. Das klappt sogar ziemlich gut mit dem Boxhandschuh. Ich hab Hunger. Wenn ich Hunger habe, klappt alles. Also mit dem Boxhandschuh klappt's gut. Ich probier's jetzt mal mit Besteck. Oh. Was war's denn? Ja, ich darf ja die anderen Finger nicht verwenden. Voll gut machst du das. Findest du? Ja. Wie hast du denn die Gabel mit dem Finger angefasst? Auch so zwischen die Finger geschoben? Wie? So zwischen die Finger geschoben? Ja. Das Gute ist, dass die Finger tatsächlich sehr biegsam sind. Ja. Was am klügsten, guck mal Bianca, was das klügste wäre für mich auf jeden Fall. Ich zeig's dir mal. Schau mal. Ich drehe den Muffin und piek's einfach einmal hier rein und ess den so. Oh, 200 IQ von Claudio. Nicht schlecht. Ich finde es einfacher, wenn ich das so esse. Ich habe nur gerade festgestellt, dass wenn du das dir so rausnimmst und dann isst, schmeckt es extrem nach Gummi. Ja. Woran das wohl liegen könnte? An den Handschuhen. Die riechen auch sehr gummihaft. Mhm. Aber nee, cool. Hat auch damit geklappt. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, ihr habt euch auf jeden Fall gut geschlagen. Du musst auch nicht den Gummi-Muffin jetzt noch zu Ende essen. Warte, ich krieg den nicht mehr raus. Oh. Okay, Applaus. Ja, aber war eine coole Challenge, oder? Ja, freut mich auf jeden Fall. Hat mega Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich finde die Tiny Hands einfacher als die Boxhandschuhe. Auf jeden Fall.
Obwohl ich mit beiden gut klar kam. Ja, das stimmt. Du hast gutes Geschick dafür, ne? Ja, wenn ich Junge habe, klappt alles. Ja, also es war auf jeden Fall eine richtig coole Challenge, René. Vielen Dank. Gerne. Und man merkt, es ist gar nicht so einfach, ne? Man ja. dann. Aber man ist bewusster. Und ich habe mir fällt gerade noch eine coole Challenge ein. Da wir die Tiny Hands und die Boxhandschuhe haben, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust hättet, dass René und Bianca im Ring stehen und sich mit den Boxhandschuhen und mit den Tiny Hands prügeln. Dann kriegt aber René die Tiny Hands. Nee. Auf gar keinen Fall. Wenn ihr wollt, dass ich Claudio mit den Tiny Hands eine Backpfeife gebe. Ja, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ganz viele Daumen nach oben dafür. Ich glaube, da haben alle Lust drauf. Wenn ihr es lustig fandet, wie wir gerade mit den Tiny Hands und den Boxhandschuhen gegessen haben, lasst gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann... würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.